So, hallo ihr Lieben, ich stehe gerade auf dem Balkon und heute ist es soweit, die Kaninchen ziehen endgültig bei mir ein und das ist quasi auch, ja nicht gerade die Überraschung, aber eigentlich das, was ich so die letzten Tage geplant habe, beziehungsweise wir. Und ich muss mir aber auf jeden Fall noch überlegen, wo das ganze Futter und quasi das restliche Equipment hinkommt, weil die ganzen Sachen sind ja aus der letzten Fressnapfbestellung. Das sind jetzt zum Beispiel Spitzwegerich, Löwenzahn. Genau, wenn hier eben mal ein bisschen was Neues einkehrt, ich denke, da freuen sie sich immer besonders drüber und sind auch immer sehr aufgeregt. Aber jetzt schaue ich erstmal, dass ich den ganzen Dreck darunter bekomme. Und dann eben, dass ich die Holzfliesen rausmache. Ich versuche so viel wie möglich wegzukehren. Ich glaube, Charlie ist schon ganz gespannt, was ich hier mache. Die anderen beiden sind im Haus, aber es ist auf jeden Fall sehr schönes Wetter, wie man sehen kann. Und genau, dann mache ich mich jetzt mal ans Putzen ran. Werde ich jetzt noch ein bisschen kehren, gucken, dass da hinten, wo die Fliesen sind, das ganze Zeug jetzt irgendwie rausgekehrt wird. Ein kurzes Update. Da hinten ist es jetzt soweit sauber, hätte ich behauptet, außer da. Das mache ich jetzt auch noch weg, aber genau, das ist gerade einfach der Stand der Dinge. Heiß, aber ich kann mich nicht beschweren. Ich freue mich einfach schon auf den Frühling und vor allem auf den Sommer. Gerade sieht es hier so aus, also ich bin noch nicht so weit. Das fehlt, wenn ihr im Hintergrund Stimme hört, unten sind Kinder und meine Mama telefoniert. Ich habe das Haus jetzt so lange hier hingestellt. Ich stehe jetzt gerade hier auf dem Platz, wo das Haus davor stand. So, mir fehlen jetzt ungefähr noch 10 bis 12 Fliesen und hier ist der Großteil eigentlich erledigt. Zum Teil ist es wirklich sehr hartnäckiger Dreck. Also nicht nur von den Kaninchen, aber die Fliesen haben jetzt auch schon ein paar Jährchen. Genau, und ich habe jetzt noch 2 Teppiche bei meinem Freund. Das sind so diese weiß nilierten, die habe ich auch von Ikea. Die müssen unbedingt in die Wäsche. Und diese ganzen Tücher, Decken, alles Mögliche müssen auch alle in die Wäsche. Hier rausgehe, dass ich irgendeine Fläche zum Hinsteigen habe. Jetzt schaut Charlie kurz vorbei. Sie trauen sich jetzt allmählich raus. Ich glaube, ist das nicht so ganz geheuer, was ich hier mache. Aber
Ich hoffe, ich hab's dann bald und genau. So, eigentlich ist das Größte jetzt geschafft. Es sieht noch ein bisschen dreckig aus, das ist vielleicht auf der Filter. Aber so ein paar Flecken, die... Also diese kleinen Verfärbungen gehen nicht ganz weg. Das da hinten muss ich nochmal wegspülen. Aber ja, also ich denke, so werde ich es jetzt lassen. Ab hier die Trennung, das ist, glaube ich, total okay vom Balkon. Da hinten geht es dann halt weiter. Aber dann haben sie den ganzen Platz. Übrigens habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dass ich hier das Agrobs rein habe. So wie hier in die Box. Und ich habe jetzt wirklich hier komplett Spitzwegerich drin und unten Löwenzahn und die Reste. So, seit dem letzten Clip sind jetzt schon ein paar Stunden vergangen. Ich komme jetzt gerade vom Wählen. Und so sieht es jetzt aus. Ich glaube, ihr habt meinen alten Stall anders im Kopf. Aber das Ding haben wir abgenommen, weil ich ja schon gesagt habe, das ist viel zu... Ich glaube, ich mache das jetzt so ein bisschen nach Marie Kondo, soweit es geht. Das sind ja keine Klamotten, aber das geht ja mit allem. Also Essen und so behalte ich auf jeden Fall. Aber so Sachen wie die Schüssel oder so... meine Mama, ob sie die will oder braucht, und wenn nicht, dann schmeiße ich die heute noch weg. Also es wird langsam dunkel, deswegen sieht man noch nicht mehr so viel. Auf jeden Fall sieht es jetzt gerade so aus. Feli und Goldie sind am Erkunden. Charlie ist die ganze Zeit brav dort oben. Davon werde ich auf jeden Fall viel auf eBay stellen. Habe ich auch schon. In der roten Kiste sind auch Sachen, die ich auf eBay stelle. Der Tunnel ist unbenutzt, wie man sehen kann, den auch. Und ich habe ja einen, ich brauche nicht zwei. Noch kurz wollte ich euch was zeigen. Hat jetzt eigentlich wenig mit den Hasen zu tun, sondern eher mit Equipment. Also das sind zum Beispiel hauptsächlich Decken, die hatte ich mal von Teddy. Das sind zwei IKEA-Decken, die waren eigentlich gar nicht gescheit in Benutzung. Also die, da ist jetzt zum Beispiel auch dieser... Ich weiß nicht, wie man das nennt. Es ist kein direkter Hundekorb, kein Katzenkorb, einfach so ein Korb. Der sieht jetzt ziemlich sauber aus, aber der ist saudreckig, weil da die Hasen auch irgendwie meinen, das ist ein Klo. Es gab übrigens... Jetzt ist ja theoretisch alles vollbracht, aber ich meine, das ist ja auch kein Zustand und das möchte ich jetzt auch nicht hier auf meinem Fensterbrett haben. Und ja, das ist Müll, der kommt jetzt, glaube ich, auch morgen einfach runter. Da habe ich jetzt auch keinen Nerv mehr dafür. Guten Morgen von einer nicht so schönen Perspektive. Ich hatte gerade irgendwie fast den Schlag getroffen, als ich den Vorhang aufgemacht habe. Die Kaninchen sind auch schon alle wach und aktiv und genau. Sonst ist ja alles ruhig geblieben. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Kaninchen die Fliesen wirklich mögen, weil die, denke ich, schon relativ kalt sind und Holz speichert ja auf jeden Fall besser Wärme. Ich denke, im Sommer ist es nochmal eine andere Geschichte, aber ich bin mal gespannt, wie stark die Leute da zugeschlagen haben wegen Corona. Also ich denke, an Frischobst und so gibt es ja sowieso bis jetzt noch genug, aber überhaupt, wie leer es da im Aldi jetzt ist, weil letzte Woche gab es eigentlich schon noch relativ viel. Und dann würde ich sagen, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.